Hallo, Redbox in Mura, die zweite. Wieder mit Herzen und es ist wieder sehr, sehr kalt. Das heißt, ich brauche es auch für mich. Was mir ein bisschen verwirrt, und das muss ich schon sagen, ich habe gestern im Radio erfahren, dass die Grazer Stadtregierung beschlossen hat, dass ein weiteres Alkoholverbot jetzt geben wird in Graz. Und zwar öffentliches Alkohol konsumieren in Wirklichkeit in der Gegend vom Univiertel. Ich mache mir echt Sorgen, muss ich dazu sagen. Man muss den Menschen zumuten können, dass sie sich selbst gut genug einschätzen können und nicht Menschen zu unmündigen Bürgern machen. Da wäre man schon recht, dass man ein bisschen mehr Selbstständigkeit da forcieren kann, weil bei vielen anderen Sachen lässt man das auch einfach so schleifen und sagt, na, die Leute werden das schon selber wissen. Wenn es um das Thema Alkohol geht, sind die Leute oft sehr übersensibel. Und ich bin dafür, dass man an öffentlichen Plätzen schon machen kann, was man will, weil deswegen sind es ja öffentliche Plätze. Dafür setze ich mich ein. Natürlich auch für viele andere Sachen im Zuge der Alterkammer-Tätigkeit als Alterkammerrat oder für die Alterkammerwahl. FSG, Liste 1, Walter Rothschild. Danke.